Herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Belshir ist heute am Start. Auf Belshir gibt es ein seltenes Gas, das die Protoss Hauch der Schöpfung nennen. Sie betrachten es als Geschenk ihrer Götter. Wir nennen es Terrazin und dem richtigen Abnehmer ist es ein Vermögen wert. Natürlich werden uns diese Protoss erledigen, wenn sie uns auf ihren heiligen Boden erwischen. Oder zumindest werden sie es versuchen. Da sind wir, Mann. Ist doch viel hübscher als Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal'Darin genannt werden. Sie glauben, dass das Terrazin heilig ist. Ein Geschenk der Xel'Naga. Wenn die Tal'Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Wie kommen wir an das Terrazin? Siehst du diese Altäre? Mystiker der Tal'Darim stellen sie auf, um das Terrazin einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister abgreifen. Unsere WBFs können das Terrazin abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Tal'Darim uns bemerken. Na dann, los geht's. Was wichtig ist? Weiter, Tankcom. Kommt noch was? Hier bei diesen Koordinaten kannst du das Terrazin finden, Bruder. Das sollte uns das Leben etwas erleichtern. Ja, ja. Unsere WBFs können die Terrazin-Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. So, wir werden auf jeden Fall einige von den Dingern verkacken. Abmarschbereit! Geht klar! Kanal offen! BBF bereit! Warten! BBF einsatzbereit! Wie kosten eigentlich die... Der kostet 100. 150. BBF bereit. Yep. Nur zu. So schnell wie möglich, so viel wie möglich produzieren. Dieser Boden war den Tal'Darim schon heilig, weit bevor Terraner das All bereisten. Ihr müsst sofort umkehren. Immer langsam. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Gas hier. Dann sind wir auch schon wieder weg. Nein. Ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Tal'Darim-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir.
Sie werden unsere WBFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazingas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Eskorten. Überstunden. Lassen wir nicht genügend Mineralien. Bereit machen, Jungs! Wo sind die? Warnung, die Tal'Darim versiegeln einen Terrazin-Altar. Na toll, die Tal'Darim versiegeln die Terrazin-Altäre. Da kommen wir nicht mehr ran. Wenn sie so weitermachen, können wir nicht mehr genug sammeln. Die können weit weg von meiner Base versiegeln, aber nicht hier vorne. Kommt noch was? So, 24 voll. Warnung, die Tal'Darim versiegeln einen Terrazin-Altar. Sehr schön. BBF einsatzbereit. Das heißt nicht schön. Die hätten gerne hier oben irgendwo einen versiegeln können. Mit der Ruhe. Lass mich hier nicht verrotten. Bereit machen, Jungs. BBF bereit. Einfach Bescheid geben. Komm nicht online. Ja, Heigen erschreckt. BBF bereit. Aus der Bahn. BBF einsatzbereit. Oha. Ich hab so viel Liebe. Komm. Warnung, die Tal'Darim versiegeln einen Terrazin-Altar. Ja, okay. Den. Was? Warnung,
ballern, Sir! Mit den 5 Units kriegen wir das nicht hin. Freu mich schon drauf! In Ordnung! Ich brauche mehr Units. Oh, 55 von 75. Was wicht ihr? Hört ihr Macht? Aber sicher! Erweiterung? Der Doktor ist da. Sie haben gerufen. Ah, perfekt. Abmarsch bereit! Jetzt geht's rund! Durchgeladen und entsichert. Schlechte Neuigkeiten? Oh, es geht los. Hier komm ich. Kommt noch was? Kann's kaum noch erwarten. Aber sicher. Immer mit der Ruhe. Los, los, los! Ach, das waren zwei nebeneinander. Wir haben gewartet, bis ich da fertig war. Bis ich da drüben war. Oh, es geht los. Kann's kaum noch erwarten. Durchgeladen und entsichert. Jawohl. Aber sicher. So, da wir gerade da waren. Abmarschbereich. Gib mir den Kollegen. Aus der Bahn. Ich hab so viel Liebe zu geben. Bereit machen, Jungs. Worauf soll ich ballern, Sir? Hier komm ich. Unsere DBFs werden angegriffen. Ich hasse sie. Oh, es geht los. Oh, das WBF hat überlebt. Nice. Abmarschbereit. Kann's kaum noch erwarten. Bereit machen, Junge. Come on, baby. So, die Panzerung. Ja, da oben könnt ihr machen, ist okay. Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale, wa? Hier. Hier komm ich! Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. Durchgeladen und entsichert. Ei, ei, Sir. Bereit machen, Jungs. Aber sicher. Ich hab so viel Liebe. Der Doktor ist da. Los, los, los! Kann's kaum noch erwarten. Was wichtig? Hier. Von hier aus. Hier komm ich! Yep. Kommt noch was? Worauf soll ich ballern? Durchgeladen und entsichert. Kann kaum noch erwarten. Wahnsinn. Generalinfeld erschöpft.
sicher. Sicher. Wird gemacht. Greifen Sie an. Selbstverständlich. Ja. Jawohl. So, jetzt nehmen wir zwei mit. Was wichtig hat? Ich bin schon unterwegs. Durchgeladen und entsichert. Du baust Terrazin von zwei Orten gleichzeitig ab. Mutig, mutig, mein Freund. Damit wird's natürlich schwieriger, uns die Tal'Darin vom Hals zu halten. Aber umso schneller sind wir von diesem Felsen wieder runter. Empfange Übertragung. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Seid vorsichtig. Sie schicken die Schiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Verflucht seien diese Tal'Darin. Jeder Altar, den sie versiegen, wirft uns weiter zurück. Du musst ein paar deiner Jungs da runterschicken und sie aufhalten. Zeit auszurücken. Ich kümmere mich drum. Der Dritte, das läuft sehr gut. Weiter so. Über die Hälfte der Kanister haben wir schon. Durchgeladen und entsichert. So, wir müssen nur die... Hier komm ich! Bereit machen, Jungs! Ich glaube, da hinten war eins. Wir müssen da rein. Da war ein Artefakt und die brauchen wir. Warnung, die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Altar. Mit Druck. Wird gemacht! Seht ihr! Positiv! Roger! Jawohl! 5 von 7! Befehle erhalten! Freu mich schon drauf! Na doch, kein Alter. Kein Relikt. Verstanden! Was sind diese dusseligen Relikte, Mensch? Ja, natürlich, ist klar. Was denn mit euch verkehrt? Durchgeladen und entsichert. Okay, scheiß auf Forschung, scheiß auf Bonus, das mache ich später. Kann's kaum noch erwarten. Den haben wir, der ist zu. Da hinten, der ist zu, der ist noch nicht zu. Das heißt, den. Der ist auch zu. Der ist noch offen. Aye, aye, Sir. Befehle erhalten. Bingo! Okay, das sind zwei. Ich kümmere mich drum. Aber sicher. Selbstverständlich. Ha, kommen Sie direkt dahin. Warnung, die Kaldarin versiegelt einen Terrazin-Antrag. Ja, bin ich schon dran. Wird gemacht. So, dahin.
Und dahin. Ist mir egal. Los, los, los! Kannst kaum noch erwarten. Generalgefällt, erschöpft. Was nicht passt, passt und ihr macht. Wir haben noch fast alles fertig. Fast alles weg. Müssen sie nicht. Lass das. Erschlagt sie alle. Wir müssen die Tal'Darim irgendwie aufhalten. Sie haben schon 5 Altäre versiegelt. Ja, und wir nehmen die letzten beiden. Also alles gut. Los Jungs, ab nach Hause. Wird gemacht. Aber sicher. Bingo! 10-4. Positiv. Geht drauf. Warnung, die Tal'Darim versiegelt eine... Ja, mach doch, ich bin fertig. Auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Kanister. Nein, tut's nicht. Das war der letzte Kanister. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. Was? Behindern sie auf schwer, dass die Protoss einen Tal'Darim-Altar versiegeln? Ja, hallo! Was war denn los? Wie kann das Video 22 Minuten lang sein an dieser Stelle und die Mission dauerte 24 Minuten? Ich kann Zeitreise. Sir, ich habe eine kodierte Übertragung von einer Quelle aufgefangen, die ich nicht zurückverfolgen kann. Sie besagt, dass Tosh Teil einer geheimen Operation war, die Projekt Shadowblade genannt wird. Dabei wurden Yorium und Terrazin eingesetzt, um Ghostkräfte noch zu verstärken. Das stimmt. Wir werden Phantome genannt. Ghosts der nächsten Generation. Und wann genau hattest du vor, mir davon zu erzählen? Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse, Reno. Das heißt aber nicht, dass ich eine Gefahr für dich bin. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Matt, irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit, ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Mengsk sein. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Lass das nicht zu. Für den Augenblick warte ich erstmal ab. Zumindest bis ich rausgefunden habe, wer diese Übertragung geschickt hat. Aber ich werde dich im Auge behalten, Tosh. Du kannst es ja versuchen. Dieser Tosh ist nicht ganz dicht, Jimmy. Der murmelt die ganze Zeit in sich rein und spielt dabei mit den verdammten Puppen, die er da hat. Tja, weißt du, ich brauche halt jemanden, der deine gewählte Ausdrucksweise und guten Manieren ausgleicht. Der tickt doch nicht richtig. Ich habe ja nichts gegen Leute, die eine kleine Macke haben. Aber der Typ, der ist komplett irre. Ja. Du traust mir also immer noch nicht, Bruder. Solange du dich nicht entschieden hast, haben wir nichts zu besprechen. Ich wiederhole, die Opferzahlen gehen in die Tausende. Eine Waffenfabrik der Liga ist vor einigen Stunden explodiert und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die mehrere Wohnblocks in dieser Arbeitersiedlung in Schutt und Asche gelegt hat. Liga-Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es ein terroristischer Anschlag des berüchtigten Jim Rayner war.
Aber unsere eigenen Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Fabrik von Kampftruppen mit ausgefeilten Tarntechniken infiltriert worden sein muss. Dies wirft eine Frage auf. Ist es möglich, dass Agenten des Ghost-Programms der Liga abtrünnig geworden sind? Für UNN berichtete Kate Lockwell von der Kernwelt Nefor 2. Oh. Was hältst du von dieser verschlüsselten Nachricht, Matt? Ich weiß es wirklich nicht, Sir. Wenn Tosh tatsächlich eines dieser Phantome ist, wird Mengsk sicherlich versuchen, ihrer Zusammenarbeit ein Ende zu machen. Aber Tosh verschweigt uns etwas. Wenn wir diese Revolution gewinnen wollen... Ich weiß. Dann müssen wir uns auf unsere Verbündeten verlassen können. Ach Quatsch. Labor. Ich habe die Tests an dem Terrazingas durchgeführt, um die du mich gebeten hast. Es hat auffallend ähnliche Eigenschaften wie Vespingas. Jedoch sind darin einige sehr exotische organische Zusätze enthalten. Irgendeine Ahnung, wozu es verwendet werden kann? Nun, es würde definitiv die Gehirnfunktion beeinflussen. Ich schätze, deshalb könnte es als Droge oder Aufputschmittel verwendet werden. Ah, Drogen, was? Na super. Der Kristall wächst und scheint eine Art Antimaterie zu entwickeln. Eine Gravitationsanomalie, bislang unbekanntes Phänomen. Sie schwebt über dem Kristall. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass der Kristall dem Schiff Energie entzieht, doch auf eine so ausgeklügelte Art und Weise, dass es nicht aufzuspüren ist. Er ist nicht organisch, verfügt aber über eine Molekularstruktur, die ebenso komplex ist wie die eines Organismus. Er hat eine komplizierte Matrix entwickelt, die ihn hart und zugleich überraschend dehnbar macht. Eine auf diesem Kristall basierende Legierung würde über eine beeindruckende Schadensresistenz verfügen. Die Struktur der Matrix deutet darüber hinaus auf eine Art Energiespeichersystem hin. Auch das könnte Potenzial für uns haben. Die Protoss sind uns dermaßen weit voraus. Wir müssen denen wie Einzeller erscheinen. Und das wäre dann wieder der Punkt, wo ich sage, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Liked, kommentiert, hilft mir sehr beim YouTube-Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen!